Kurz vor 20 Uhr, auch heute Abend wieder aus unserem interreligiösen Gebetsladen, kam in Biberach eine besondere Gebetszeit, Social Distancing Prayer. Hier am Kerzenständer brennen die Kerzen, ein ewiges Licht brennt hier vor Ort immer. Der zweite Lockdown hat begonnen. Heute denken wir besonders an die alleinerziehenden Mütter und Väter. Wir denken an die, die noch unter den vergangenen Streitigkeiten leiden. Wir denken an die, wo alles geregelt ist und auch an die, wo es Regelungen nötig hätte. Wir denken an die Kinder der alleinerziehenden Väter und Mütter. An die, die vielleicht noch unter manchen Auseinandersetzungen leiden. Wir denken an die, die einsam sind. Wir denken an die strukturierten Familien und ihre Sorgen und Nöte und ihren Wegen in eine gute Zukunft. Halten wir Abstand äußerlich, schenken wir Ermutigung durch ein Lächeln, ein freundliches Wort, wertschätzen wir sie. Wir haben doch das Handy dabei und so viele Kontaktmöglichkeiten gibt es. Für diese Menschen wollen wir heute an dieser Stelle besonders beten, auch über alle Religionsgrenzen hinweg, um Kraft für sie und ihre Familien. Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Wo Hass herrscht, lass mich Liebe entfachen. Wo Beleidigung herrscht, lass mich Vergebung entfachen. Wo Zerstrittenheit herrscht, lass mich Einigkeit entfachen. Wo Zweifel herrscht, lass mich Glauben entfachen. Wo Verzweiflung herrscht, lass mich Hoffnung entfachen. Wo Finsternis herrscht, lass mich dein Licht entfachen. Wo Kummer herrscht, lass mich Freude entfachen. Und wir beschließen unsere gemeinsame Gebetszeit auch heute Abend wieder interreligiös mit dem Wort Amen.